So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder bei einem Let's Play zu Mass Effect, der Legendary Edition. Ich lache, weil ich schon mal gestartet habe, dann haben wir die ganzen Einstellungen gemacht, die Grafikeinstellungen. Jetzt sollte alles wunderbar funktionieren. Das Ganze ist auf Twitch gestreamt und nachträglich ist das Let's Play hochgeladen für die Leute, die nicht live dabei sein können. Deswegen, ja, Fragen im Chat lese ich vor, die... um sie dann zu beantworten, damit ihr, wenn ihr es nachträglich guckt, wisst, worum es geht. Ich würde sagen, wir starten hier mit dem ersten Teil, dann den zweiten Teil, dann den dritten Teil, ne? Einfach mal, let's go! Die Grafikeinstellungen sind gemacht, das dürfte gehen. Einiges an Sachen sind auch schon eingestellt von der Steuerung her. Ein paar Sachen muss ich dann trotzdem nochmal nachlesen. So, gab jetzt ein bisschen Startschwierigkeiten, aber jetzt dürfte alles rundlaufen. So, auch beim Char, bei der Char-Erstellung werde ich ein bisschen individueller das Ganze gestalten. Da kann man nämlich ein paar Sachen einstellen. Neue Karriere starten. Let's go. Willkommen in der Datenbank des Allianzmilitärs. Geheime Informationen angefordert. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. So, also, wir könnten jetzt John Shepard auswählen, das habe ich im vorherigen Lauf. Dankeschön für die LOL. Alles Gute noch nachträglich. Zum Geburtstag, Researcher, Dankeschön für 100 Euro. Viel, viel lieben Dank, super lieb. Bye, Dankeschön, mega großzügig. So, aber ich, Dankeschön, vielen, vielen Dank. Riesen Dankeschön, aber wir machen hier weiter. So, also John Shepard haben wir vorhin ausgewählt. Er hat halt so die Standardeinstellungen, also er ist dann auch als Soldat. Neu kann man auch Chain auswählen, Chain Shepard, das konnte man eigentlich in den Teil nicht. Die Legendary Edition ist ja eine überarbeitete Version von der Trilogie. Das kann man jetzt auch, wenn man einen weiblichen Char spielen möchte. Wir machen eine neue ID, und zwar einen individuellen männlichen Char. Ja, wir bleiben bei John, das ist schon gut. Achtung, fehlerhafte Dateien entdeckt. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Ja, da arbeiten wir jetzt dran. Researcher, danke mal für die Megadonung. So, also, wir können eine Vorgeschichte kreieren. Raumfahrer, beide Eltern waren beim Militär. Blablabla. Oder wir sind halt von der Erde. Ich glaube tatsächlich, dass wir bei der... Also, ich gehe mal kurz mit dem Cursor drauf. Wenn man will, kann man dann ganz durchlesen, kann Pause klicken, wenn man das Let's Play guckt. Ich mache aber als Erdbewohner tatsächlich... Profil bestätigen. So, jetzt hätten wir sogar die Möglichkeit, ein bisschen, also uns, man kann ja in den Dialogen sich für böse oder gut entscheiden sozusagen. Hier hätten wir so einen Mittelweg, einziger Überlebender, Kriegsheld oder skrupellos. Wir gehen auf einziger Überlebender, das bleibt. Militärische Spezialisierung. Und jetzt kommt das wirklich Wichtige, also das, was ich wirklich wichtig finde. Hier kann man entweder einen Soldaten nehmen, das ist halt einfach mit, ne, Feuergefecht, Waffen und so, Gesundheitsregeneration etc., oder den Techniker, wo man dann verschiedene Technikfähigkeiten hat, die man einsetzen kann. Ein Experte, das ist Biotik. Infiltrator ist mehr so in Richtung Scharfschütze mit ein paar Technikfähigkeiten. Wächter ist eine Kombination aus Biotik und Technikfähigkeiten. Weiß tatsächlich gar nicht, was ich nehmen soll. Und Kämpfer sind biotische Krieger, kombinieren ihre biotischen Fähigkeiten mit ihren Waffen, um Gegner auszuschalten. Und sie sind besonders tödlich auf kurze Distanz. Sie sind auf Pistolen und Schrotflinten spezialisiert, können mittelschwere Panzerung tragen. Ich tendiere fast zum Frontkämpfer, weil da so ein bisschen der Mix zwischen Waffen und Biotik ist, ne? Oder halt Wächter. Infiltrator fandest du immer am besten. Ja, ich will halt Biotik eben schon ein bisschen benutzen können. Nur leichte Panzerung tragen und sind mit Pistolen spezialisiert. Ne, ich glaube Frontkämpfer ist schon ganz cool.
Und können die Verwendung schwerer Panzerung. Oder halt. Schwere Panzerung. Biotika mit. Ja. Ich tue mich schwer. Ich tue mich schwer. Der Soldat kommt halt auf schwere Panzerung, ne? Machen wir eine Abstimmung im Chat. Ich glaube, das ist ganz. Moment. So, leider nicht so viele Felder. Wir machen es aber so, dass ich nehme den Soldaten einfach mal raus, vorweg, okay? Soldat ist mal direkt raus. Und dann machen wir da mal ganz kurz für ein Minütchen eine Abstimmung. Wenn man das Let's Play guckt, kann man ja durchskippen, ne? Ist ja kein Problem. Wir können oben Abstimmung, die Spezialisierung. Bin ich aber gespannt. Denn sieht nach Frontkämpfer aus, lol. Okay, das ist ziemlich eindeutig. Wir haben Frontkämpfer, erster Platz, 60%, 24% haben abgestimmt. Infiltrator wäre der zweite mit 10 Stimmen, 25%. Dann der Wächter mit 3 Stimmen, 8%. Experte mit 2 Stimmen, 5%. Und Techniker eine Stimme mit 3%. Ich finde sie alle geil, aber dann machen wir Frontkämpfer. Let's go. Gesichtsidentifikation bestätigen. Ja, das lassen wir. Das lassen wir. Profilwiederherstellung beendet. Super. Sind wir Frontkämpfer. Let's go. Identifikation bestätigt. So, wir bleiben mal auf Veteran. Das können wir nachträglich umstellen. Das hier machen wir aus. Modus, Untertitel ein, bla bla bla. Tutorial lassen wir auch kurz aktiv. Und dann let's go. Let's go, let's go. Jetzt dürfte alles stimmen. Grafik dürfte gut eingestellt sein. Einstellungen dürften passen und so weiter und so fort. Let's go. Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Thank you.
reines Licht. Annäherung eingeleitet. Kontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Oh, so. Wer, ganz kurz für die, die es als Let's Play gucken, ne? Wir haben die ganzen Grafikeinstellungen jetzt geändert, weil es da noch Probleme gab. Und es ist so viel flüssiger jetzt. Es ist richtig gut. Richtig angenehm. Oder Chat? Kurzes Feedback von euch, ist viel besser als vorher. So, also, ganz kurz die Vorangehensweise. Ich werde versuchen, möglichst viele Informationen reinzukriegen. Das heißt, wenn ich die Auswahl habe, Fragen zu stellen, wo ich mehr Infos kriege, werde ich machen für all die, die noch nicht bei Mass Effect reingeguckt haben, die gar keine Ahnung haben, was da, um was es geht. Wir genießen es einfach in der Gänze, ne? Einfach voll komplett. So, also. Hier ballen wir mal. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Viel besser, oder? Steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Jawohl. Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Oh, wir haben vorbildlich gekriegt unten. So, ich werde die Kamera hier lassen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Stelle. Oh ja, ist viel, viel besser. Viel, viel besser. Ich werde, glaube ich, die Bewegungsgeschwindigkeit nachher noch ein bisschen anpassen müssen. Ist gut. Vielleicht sollten Sie den Captain lieber nicht warten lassen, Commander. Ja, gleich. Der Captain wartet im Kommunikationsraum auf Sie, Commander. Wunderbar. So, die Normandy. Lange ist es her. Ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Besuchen. Es gibt Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Ich bin gerade auf dem Weg, um ihm einen Statusbericht zu geben. Bei allem Respekt, Sir. Vielleicht wird er Ihnen ja dann endlich verraten, was wir hier eigentlich machen. Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Niles ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. So, hier, das ist das, was ich meinte. Ein bisschen mehr Informationen. Die rechte Seite unten ist immer weiterklicken, da geht es dann weiter. Und links ist immer mehr Informationen. Ich hätte vorhin nach dem Streitgespräch fragen sollen, aber egal, so. Was können Sie mir über die IES-Tarnsysteme sagen? Ich weiß nur, dass damit unsere Position vor Sensoren verborgen wird. Neueste Technologie. Die Normandy ist das einzige Schiff mit diesem Prototypenantrieb. Aber wozu die volle Besatzung? Eine Crew von nur ein paar Leuten wäre doch billiger. Dann gäbe es auch weniger Sicherheitslöcher. Das mit Niles ist auch seltsam. Dieser Testflug ist offensichtlich nur eine Tarnung. Nur eine Tarnung, alles klar. Ja. Eine Tarnung für was? Ich habe keine Ahnung, Commander. Aber es gibt einen anderen Grund, warum wir hier sind. Und ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen. Haben Sie ein Problem mit dem Captain?
Nein, Sir. Ich weiß nur nicht, was er hier macht. Captain Anderson ist einer der verdientesten Soldaten der Special Forces. Wenn er all seine Orden einschmelzen würde, könnte er eine lebensgroße Statue von sich selbst bauen lassen. Einen solchen Soldaten schickt man nicht einfach auf Vergnügungsfahrt. Und er nimmt diesen Testflug sehr ernst. Irgendetwas geht doch hier vor. Haben Sie ein Problem mit dem... Nein, das hatten wir schon. Nein, Sir. Einen solchen Soldaten schickt man nicht einfach auf Vergnügungsfahrt. Und er nimmt diesen... Sie trauen Niles nicht. Ich traue gar keinen Turianern. Liegt bei mir in der Familie. Mein Großvater hat im Krieg des ersten Kontakts gekämpft. Er hat viele Freunde verloren, als die Turianer angriffen. Ja, die Turianer haben also die Menschen angegriffen in der Vergangenheit. Das war vor 30 Jahren. Sie können kaum Niles dafür verantwortlich machen. Nein, wohl nicht. Aber es macht mich trotzdem nervös, einen Spectre an Bord zu haben. Vor allem einen turianischen. Wir sind ein Raumschiff der Allianz, des Militärs der Menschen. Aber Niles muss sich nicht wie wir gegenüber dem Captain verantworten. Spectres arbeiten außerhalb der normalen Befehlskette. Und sie kommen nicht einfach, um Testflüge zu kontrollieren. Niles scheint größere Probleme zu erwarten. Und das gefällt mir nicht. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Alright. Wir machen übrigens einen auf Good Guy. Man kann einen auf Bad Guy machen oder auf Good Guy. Wir versuchen hier ein bisschen einen Good Guy zu machen. Das gibt dann auch mehrere Auswahlmöglichkeiten. Man kann das Spiel übrigens auch mehrfach durchspielen. Lohnt sich, wenn man sagt, ich will es auf verschiedene Art und Weise durchspielen. So. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Nur Dummköpfe freuen sich auf Kämpfe, Corporal. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Machen Sie einfach Ihren Job. Befolgen Sie meine Befehle und wir bekommen keine Probleme. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon auf Akkuse beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Vorsichtig sein? Sie sind noch jung, Corporal. Vor Ihnen liegt eine schöne, lange Karriere. Also bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Sir. Ich werde es nicht vermasseln. So, jetzt eben ein bisschen Infos für alle, die... Was können Sie mir über Niles erzählen? Die Turianer genießen im Allgemeinen einen guten Ruf unter den anderen Völkern. Ihre Flotte umfasst die meisten Patrouillenschiffe zum Schutz des Zitadellsektors. Aber sie kommen nicht immer besonders gut mit uns aus. Einige Leute empfinden sie als sehr störrisch. Und andere geben ihnen die Schuld für den Krieg des ersten Kontakts. Mit Niles selbst habe ich kaum gesprochen. Für gewöhnlich spricht er nur mit dem Captain. Ich hoffe, wir können ihn bei einem echten Einsatz beobachten. Ich hörte, dass Niles ein ganzes Platoon alleine ausgeschaltet haben soll. Er ist so euphorisch, so voll dabei. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Nur das, was ich gehört habe. Die Spectre-Agenten arbeiten direkt für den Zitadellrat. Sie operieren in kleinen Gruppen oder alleine. Aber sie stellen keine offizielle Autorität dar. Im Grunde sind sie eine Schattenorganisation mit dem Auftrag, die galaktische Stabilität zu schützen. Und zwar um jeden Preis zu schützen. Das ist der wichtige Part dabei. Spectres stehen über dem Gesetz. Wie kann man Agenten mit uneingeschränkter Macht kontrollieren? Ich denke, dass einem Spectre, der außer Kontrolle gerät, der Agentenstatus vom Rat aberkannt wird. In einem solchen Fall würde sich der Zitadell-Sicherheitsdienst der Sache annehmen. Diese Greenhorns von der Zitadell-Sicherheit hätten keine Chance gegen sie. Ein Spectre ist so wertvoll wie 20 einfache Soldaten. Die Spectres passen auf sich selbst auf. Wenn einer von ihnen außer Kontrolle gerät, werden die anderen ihn ausschalten. Sie nennen es das Spectre-System. Unser Corporal verwechselt romantische Legenden mit der Realität, Commander. Naja, es wär wahrscheinlich auch ein System, das funktioniert. Ich erkläre gleich, was Spectres sind. Ein bisschen ausführlicher. Warum gibt es keine Menschen unter den Spectres?
Die Spectres werden üblicherweise von den Völkern des Rates gestellt, zum Beispiel den Turianern. Schon seit Jahren bemüht man sich darum, einen Menschen in den Rang eines Spectres zu bringen. Aber bis jetzt waren es nur Versuche. Hey, Commander, Sie würden doch einen guten Spectre abgeben. Die Spectres geraten doch immer in ausweglose Situationen. Sie müssen mörderische Situationen überstehen, genau wie Sie auf Akuse. Warum gibt es keine Menschen unter den Spectres? Die Spectres werden üblicherweise von den Völkern des Rates gestellt. Zum Beispiel den Turianern. Schon seit... Hey, Commander! Ja, das hatten wir schon. Die Spectres geraten doch immer in ausweglose Situationen. Wir haben dort 50 Marines verloren, Jenkins. Tut mir leid, Commander. Ich habe es nicht so gemeint. Ich habe großen Respekt vor dem, was Sie getan haben. Das haben wir alle. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, Commander. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann? Wie kann man Agenten... Nein, das war's schon wieder, verdammt. Unser Korporal verwechselt romantische Legenden mit der Realität, Commander. Sie stammen von Eden Prime, oder Jenkins? Wie ist es da? Es ist ein sehr friedlicher Ort, Commander. Alles wurde in aller Ruhe entwickelt. Es gibt kaum Probleme mit Lärm oder Verschmutzung in der Stadt. Meine Eltern lebten im Außenbezirk der Kolonie. Nachts bin ich immer auf diesen großen Hügel geklettert, um über die Felder hinweg die Nachtlichter der Kolonie zu sehen. Ein wundervoller Anblick. Aber als ich älter wurde, war mir klar, dass es dort zu ruhig für mich sein würde. Darum bin ich zur Allianz gegangen. Selbst ein Paradies kann auf Dauer langweilig werden. Denselben Satz nochmal, yay. Wissen Sie, warum wir nach Eden Prime fliegen sollen? Keine Ahnung, Commander. Eden Prime ist eine unserer stabilsten Kolonien. Ein guter Zielort für den Testflug der Normandy, schätze ich. Es gibt keine wirklichen Gefahren dort. Aber es muss noch etwas anderes dahinter stecken. Wir haben einen Spectre an Bord. Deswegen bin ich ein wenig aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, dass die eigentliche Mission beginnt. Er kann es super verbergen, dass er aufgeregt ist. So, ganz kurz. Also Eden Prime, um es zusammenzufassen, ist eine Kolonie der Menschen. Ja? Eden Prime. Nihilus ist der Turianer, das ist ein Spectre. Und Spectres im Allgemeinen sind, es ist so eine Art Schattenorganisation, sind Supersoldaten in Anführungszeichen, die für spezielle Missionen ausgebildet wurden, die mehr Zugang haben, die mehr Möglichkeiten haben, um das kurz runterzubrechen. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Ja, klar. Man hält es sogar für ein Paradies. Ja, ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher... Eden Prime ist für ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Wissen Sie etwas Besonderes? Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Was ist los? Dürfte ich Sie um eine Erklärung bitten, Captain? Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Proteanisch? Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden.
Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Ein bisschen Hilfe kann niemals schaden. Wir sind mal nett. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Niles möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Wie gehen wir mit dir? Ich hätte es wissen sollen. Jetzt ist mir auch klar, warum er sich in letzter Zeit so häufig herumtreibt. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. So, Reacher, Researcher, danke nochmals für die 100 Euro, Duno. Ich wollte es nochmal sagen, weil ich vorhin so ganz, ganz kurz nur... es ist ein Riesending, Mann. 100 Euro ist super viel Geld. Vielen lieben Dank für das Geburtstagsgeschenk nachträglich. Danke, Mann. So. Sie haben mich eingetragen. Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass Sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass Sie für den Job qualifiziert sind. Ich finde, die Turianer sehen so geil aus. Geht's noch jemandem so? Ich finde, die haben einfach Stil. Die haben einfach was. Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Ja, yeah. Ganz kurz, Proteaner, für alle, die nicht wissen, ne? Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was Sie an der Akademie gelehrt haben. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine friedliche Agrarwelt, aber sie steht für etwas viel Größeres. Eden Prime gehört zu unseren ältesten und erfolgreichsten Kolonien. Dort haben wir bewiesen, dass wir neue Welten bevölkern und einen Lebensraum für die Menschheit fern der Erde schaffen können. Sie zeigt die Entwicklung der Menschheit. Auch und vor allem als weltraumfahrendes Volk. Und bald wird sie als Welt bekannt sein, wo die Menschen eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung gemacht haben. Allgemein das Alien-Design bei Mass Effect ist super. Ja, mega. Mega. Auch die Kroganer heißen sie. Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie. Auch ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Wen meinen Sie damit? Die Attica Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Die Attica-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadelle. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen.
So, also ganz kurz, um es nochmal zusammenzufassen. Proteaner ist eine Spezies, die vor allen anderen wohl gelebt hat, ne? Die Technologie hinterlassen hat. Warum sie verschwunden ist, wissen wir aber nicht. Und mit dieser Technologie haben dann andere Spezies, wie wir Menschen zum Beispiel, die Möglichkeit gehabt, dann eben ins Raumzeitalter vorzudringen sozusagen. Das heißt, die Proteane, das ist eine uralte Spezies. Eden Prime hatte ich ja schon erklärt, und das mit dem Sender, da geht es wieder um Technologie, die gefunden wurde, wo wir gucken, dass wir da irgendwie eben von den Proteanen Technologie finden, die wir dann verwenden können. So. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem. Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Wir werden angegriffen! Erleiden schwere Verluste! Verschiedene Punkte! Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Ja, let's go. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Miles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Ja, let's go. Er kann sich auf uns verlassen, Captain. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! An dem Punkt müssen wir halt zusammenarbeiten. Nähern uns Landestelle 2. So. Huch. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Ah, wunderbar, let's go. Hier ist es wirklich schlimm. Nur ganz kurz. Es ist mega schnell. Das ist, weil wir das eingestellt hatten mit den FPS. Der Grafik, je nachdem wie die FPS eingestellt sind, ist halt auch hier schnell oder weniger schnell. Verdammt! Ach, zu schnell. Immer noch zu schnell. Ja, das wir gehen. Gut. Let's go. Was sind das eigentlich für Viecher, auf was die schießen? Ich glaube, wir töten hier unschuldige Tiere. Ja. Oder was es auch immer ist. Alright, alright. Ein Kühlkörper. Ja, wir nehmen alles mit. Bisschen looten schadet nicht. Man kennt's, Loot Goblin. Das ist übrigens noch ein Teil des Tutorials. Hier wird noch das ein oder andere erklärt. Oh Gott.
Karl, sie platzen so schön. Ah ja, mit Umschalten kann ich hier die Waffen meines Trupps ändern. Machen hier mal Sturmgewehr rein. Mal Scharfschützengewehr nehmen. War schön, wie das auch, ne? Nicht die geringste Chance. Man merkt halt, dass es von 2007 ist ursprünglich. Mit den harten Cuts. Ich hatte es ja schon mal gesagt, als wir vorhin noch mit den Grafik-Settings eingestellt haben und so. Press F for respect. Genau. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Sir. Ich kann, wenn ich mich nicht täusche, hier in die Schnellzugriff-Slots. Ah, da kommt später, glaube ich, anderes Stuff rein. Es ist schon so lange her, ne? Das Sturmgewehr. Midigel wird für die Heilung verletzter Truppenmitglieder benötigt. Mit Universalgel können die Dechiffrierung und Elektrik-Herausforderungen umgehen. Blablabla. Und drücken Sie damals, also, um Truppen mit Midigel zu heilen. Ja, das hatte ich extra umgestellt. Machen wir mal kurz. Midigel rein, zack, boom. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Dann kommen die Fähigkeiten rein, ja. Ich versuche sie an der Ausgrabungsstelle einzubringen. Wie gleich, ich will zuerst ganz kurz hier Squad. Wir sind gestiegen. In Truppelschwimmen. Wenn Sie einen Blick auf die Talente Ihres Teams werfen, bewegen Sie bla 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 bla. Hier unten sind die Punkte. Und die kann ich jetzt einstellen. Ich bin mir am Überlegen. Bart. Also ich glaube, das erste, was ich mache, ist tatsächlich Schmeicheln und Dialoge ganz hoch. Aus dem einfachen Grund, damit ich dann in den Dialogen zusätzliche Sachen auswählen kann. Soll hier mal Barriere kriegen? Kann ich, glaube ich, eh alles wieder zurückstellen, wenn ich will. So. Ja. C ist Folgen. F und G habe ich eingestellt, dass ich sie irgendwo hinschicke, ne? Und Z ist halt Ziel angreifen. Habe ich irgendwo ein Vieh, wo ich Ziel angreifen? Ja, hier. Stelle ich vielleicht nach oben, wenn es mich stört. Mal gucken. Chat ist eigentlich besser von der Grafik her, von den Rucklern und so. Ist angenehm zum Zugucken so. Kurzes Feedback, weil bis hierhin hatten wir ja getestet. Alles gut funktioniert. Besser? Super.
Let's go. Danke für die Hilfe, Commander. Jo, kein Ding. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir?